Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir haben beim letzten Mal, wir gehen erstmal schlafen. Wir haben beim letzten Mal... Ach Mist, das habe ich vergessen, Leute. Ich hatte leider wieder sehr, sehr viel Stress und viel zu tun und dann habe ich leider vergessen, wegen den Rendereinstellungen nachzusehen, Leute. Aber absehbar, ab diesem Wochenende habe ich wieder mehr Zeit und hoffentlich auch weniger... Wieso ist hier nichts drin? Und auch weniger Stress, dann sollte das wieder drin sein. Ja. Hoffentlich ruckelt es trotzdem heute nicht so sehr wie beim letzten Mal. Das letzte Mal war ja doch ziemlich blöd. Wobei, ich glaube, ich habe das irgendwann gar nicht mehr mitbekommen. Vielleicht war es irgendwann auch weg. Vielleicht war wirklich nur irgendein Problem und... Ach, keine Ahnung. Vielleicht war ja im Hintergrund wieder irgendein blödes Windows-Update oder so. Ah, Mist, das war einer zu viel. So. So, was machen wir da? Beim letzten Mal, wie gesagt, Pilzdorf, Hafen. Mit dem Gebäude, wie es jetzt aussieht, Leute, auch beim Hochladen. Ich finde das richtig toll. Es sieht jetzt super aus. Es gefällt mir. Also das wird jetzt nicht mehr abgerissen. Das ist ja, ich habe es ja schon zwei, drei Mal abgerissen und neu gebaut. Jetzt wird es nicht mehr abgerissen. So, mal sehen. Die Tintenfischfarm. Die können wir machen, Leute. Die Tintenfischfarm ist Teil der Wächterfarm. Zumindest noch. Ich weiß nicht, ob das auch so bleibt, aber für den Moment ist es so, denn zumindest Wächter und leuchtenden Fische fangen wir mit der Wächterfarm. Und ich hoffe irgendwann auch normale Tintenfische. Also machen wir da weiter. Hat auch den Vorteil, dass wir wieder hoffentlich sehr, sehr viel... Na? Prismarin. Prismarin bekommen. Was wir ja für andere Projekte gut brauchen können. Wobei, wenn ich mir das so recht überlege, ich glaube beim letzten Mal war es so, dass die Farm nicht so viel Prismarin gegeben hat, wie wir tatsächlich gebraucht hätten. Wir werden sehen. Ziemlich lange zum Laden. Buddy joined your channel. Guten Tag. Ja, hallo Ricolat. Ich habe erst vor fünf, nicht mal fünf Minuten. Warte, jetzt muss ich nachsehen. Ja, kann sein. Doch, vor genau fünf Minuten geschrieben, dass ich Minecraft aufnehme. Ja. Ja, Ricolat ist Minecraft-süchtig, Leute. Oder aufnahmesüchtig, ich weiß nicht. Ich will unbedingt dabei sein. Willst du mir helfen, Ricolat? Ja, erstmal zum Vorderen. Ja, beides eigentlich ein bisschen, so ist ja nicht. Und da ich ja eh seltener dazu komme, Minecraft zu spielen, und wenn ich dann noch dabei sein kann in der Aufnahme, das ist halt das, weil macht ja dann doch auch Spaß. Was hast du denn vor? Ich bin gerade auf dem Weg nach Norden. Sagt dir das was? Das hört sich nach Wächterfarm an. Ja. Geografie 1. Nicht Geografie, Kartografie 1. Obwohl im Norden auch sowohl die Pilzkuhinsel ist, als auch weiter entfernt, wie heißt es, so ein Sumpfdings neues. Also die Pilzkuhfarm weiß ich nicht, die habe ich bis heute nie gefunden. Und das andere, also das mit dem Eis, das kommt ja noch vor der Wächterfarm. Da ist Ricolat, Leute. Keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich echt mal warten. Ich fahre ja schon die ganze Zeit durch das Nichts. Irgendwann müssen hier mal wieder die Chunks laden. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Chunk-Grenzen wieder so weit oben sind. Ich hatte die eigentlich runtergesetzt. So, eigentlich müsste hier links das Eis sein. Ich hoffe, da bin ich nicht schon vorbei.
Das ist nichts. Ich glaube, ich werde immer hinterher fliegen, weil sonst komme ich glaube ich nicht so schnell hoch. Aber ich bin gar nicht. Ich muss sowieso gerade warten, weil bei mir laden die Chunks leider gerade nicht. Oder nicht schnell genug. Deswegen muss ich immer wieder warten, bis. Bis die Chunks geladen sind. Ich weiß immer noch nicht mal, wo ich bin. Gut ist, ich habe ja mittlerweile eine bessere Internetleitung jetzt. Und dadurch habe ich letztens gemerkt, das lädt bei mir ein bisschen schneller jetzt mittlerweile ein. Weiß nicht, ob er schneller mit dem Server kommuniziert, aber muss ja fast sein. Naja, die Kommunikation wird wahrscheinlich nicht schneller sein. Ich meine, die Kommunikation selbst ist ja recht fix. Das Laden der Daten, das wird definitiv schneller sein. So, also hier müsste es eigentlich jetzt dann demnächst mal sein. Da ist Eis. Sehr gut. Dann bin ich viel weiter hinten, als ich dachte. Ich dachte, ich wäre schon fast da. Nein, aber das liegt tatsächlich daran, ich habe die Befürchtung, dass irgendetwas die Grenzen von dem, was geladen wird, wieder hochgepackt hat. Dass sie höher sind. Meinst du Chunks, die angezeigt werden oder Die was? Rendergrenzen, ja genau, die geladen werden. Ich hatte die, glaube ich, auf Möglich. 10 gepackt und so wie es sich anfühlt, sind die auf 20 oder so. Wo musst du jetzt eigentlich lang fliegen? Nach Norden. Ja, Wo gut. bist du denn ungefähr? Ich bin gerade an Tyrants Glaskuppe vorbeigefahren. Jetzt sehe ich eine Savanne. Ja, noch weiter nach Norden. Dann siehst du irgendwann die Eisberge und am Ende der Eisbergen ist rechts eine Insel mit drei Fackeln. Und da dann ungefähr 100 Blöcke weiter nördlich ist die Wächterfarm. So, eigentlich müsste sie jetzt hier irgendwo sein. Laden wir mal die Chunks ein. Da ist sie! So geil, dieses abgeschnittene Eisberg hier, der Hammer. Hast du da ein... Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Hast du hier irgendwo eine Endertruhe? Ja, müsste ich haben, glaube ich. Muss ich aber erst nachsehen. Oder ob es die war, die ich dabei habe und die einfach nur immer hingestellt habe. Nein, also ich habe hier keine stationär, aber ich habe eine dabei. Au. So, ich erinnere mich grob, Leute. Ich weiß, was ich hier vorhatte. Ich wollte eine Art Zirkel des Todes machen, wo die ganzen dann dennoch sterben. Leute, mir ist. Ich erinnere mich auch, was ich dann nach der Aufnahme noch dachte, beziehungsweise beim Hochladen. Und zwar, dass ich das nicht so möchte. Also, ich werde das alles wieder wegpacken. Und das ist ja gar kein Wächter, das ist ein Rekulat. Ich bin schon ein Wächter. Danke. Ach, ich Woran überlasse dir läuft dies? das Töten und rede mal kurz weiter. Ja, und zwar hat das folgenden Grund, dass ich das jetzt dann alles wieder abbauen werde, Leute. Das hier ist ja nur ein Bereich. Ich habe ja vor, das gesamte Ozeanmonument zu untergraben, sodass es eine einzige riesige Falle ist, wo die alle von oben rund, möglichst oben spawnen, vielleicht auch im Ozeanmonument drin, wie die rausschwimmen, damit sie hier runterfallen möglichst. Das heißt, auch das Gerüst hier ist halt einfach nur, ja, temporär. Und das heißt, wir können das alles wieder wegpacken. Und ja, ist egal.
Dann machen wir das einfach wieder zu. So. Also, Rikulat. Aufgabe, willst du Prismarien sammeln oder willst du mir beim Bauen helfen? Das ist mir wurscht. Na, also du mit Prismarien sammeln meinst du die Wächter killen? Ja. Nee, da habe ich nicht so Bock drauf. Okay, dann einfach nebenbei immer wieder, wenn du hörst, es stirbt ein Wächter, einfach schauen, ob du da ja zum Einsammeln wäre. Ansonsten jetzt die ganzen Prismarien-Sachen hier unten, die im Wasser sind, weggraben. Auf der anderen Seite auch? Ja, das geht einmal komplett rum. Die Slabs rum. Hier? Ja, genau, die gehen einmal komplett rum. Da hatte ich eine Idee, aber die gefällt mir mittlerweile nicht mehr. Deswegen wird die zurückgenommen. Bist du gerade angegriffen? Ja. Hier schummelt so ein Wächter rum. Auch diese da, wo die Fackeln dran sind, wahrscheinlich nicht, oder? Wo die Fackeln? Nein, den Kreis oben nicht. Hier, warum baust du die nicht von innen ab? Du machst es dir gerade unnötig schwerer. Weil ich sie so gerade, halt auf einmal kriege und dann auch eingesammelt habe. Kurz Luft holen. So, sehen wir mal, ob doch irgendwo was rumliegt. Ich sehe nichts rumliegen. Okay. So. Dann, Rikulat. What the fuck? Das war echt komisch. Ich habe eins vergessen, echt jetzt? Ja. Oh, Tatsache. Es gibt jetzt zwei Aufgaben. Zum Graben. Einen. Nein, nicht graben. Zum einen hier eine Mauer reinmachen aus Stein oder so. Oder die Säulen hier weiter nach oben packen. Was willst du tun? Also das Prismarin nach oben bauen, meinst du, oder was? Ja, genau. Das ist mir eigentlich gleich. Wie du möchtest. Du darfst ja aussuchen. Dann baue ich die Prismarienwände. Bis dann nach oben, wo die abschließen da, oder? Komplett durch. Das untere Gerüst soll das obere tragen, so ungefähr. Dann kriegst du hier noch von mir das Prismarin, das ich habe, hier. Und dann viel Spaß beim Hochbauen. Alle vier Ecken. Soll ich die Stufen auch einfach hernehmen als... Einfach die Stufen hernehmen. Ja, ich habe die die brauche ich so an sich gerade gar nicht. Und ich glaube auch überhaupt gar nicht. Einfach verbauen. Einfach nach oben bauen. An allen vier Ecken. So, Leute. Und wir werden jetzt hier... Nur an den Ecken, oder was? Ah, warte. Die Stufen brauche ich doch wieder. Fällt mir gerade ein. Danke. So. Dann brauche ich mehr Prismarin. Ja, warte. Wo ist die Höhle? Siehst du irgendwo da oben? Nehmen wir die da oben. Und wie gesagt, nur an den vier Ecken jetzt, oder wie? Genau. So. So, hier ist die Endertruhe. Und da. Hier haben wir die Prismarientruhe. Da habe ich sogar noch ein bisschen was drin. So. Werkbank habe ich auch. Mach mal kurz, grab mal bitte kurz da ein bisschen rein, damit ich auch Platz habe. Danke. Ach Mist, das war eine blöde Idee, das so zu machen. Dann packen wir die dorthin. Und dann brauche ich jetzt das hier. Und dann hast du hier eine Werkbank. Und Ofen brauchen wir, glaube ich, nicht. Steinsäge
Ich weiß nicht, funktioniert die Steinsäge mit dem Prismarin? Ich glaube nicht. Doch, ja, tut sie. Echt? Okay, dann kriegst du ja auch noch eine Steinsäge. Spring mal kurz. Okay, du kannst dich. Dann komm mal bitte hierher. Okay, oder so. So. So, dann packe ich das hier wieder weg. Und hab hier noch eine Müllkiste. Da kann Zeug rein, das wir nicht brauchen. Oder was wir zumindest für das Projekt jetzt nicht brauchen. Das wird dann alles wieder weggepackt bei mir zu Hause. So, okay Leute, dann erinnern wir uns. So sah das früher mal aus. Also ich konnte jetzt genau 2 dunkle Prismarin machen. Das ist schlecht. Weil hier sind nur Kristalle drin, keine Scherben. Ja, dann müsste doch wieder gesammelt werden. Hier liegt auch schon wieder ein bisschen Wasser rum. Wenn ich hier einmal drumherum bin, dann kriegst du auch die restlichen Stufen. Wobei, es sieht so aus, als würden gar keine übrig bleiben. Wieso kann ich da nicht... Das wird lustig. Das hatte ich ganz vergessen. Okay, kommen wir jetzt hier wieder hoch. Gute Frage, nächste Frage. Ey! Hat der mich einfach angegriffen? So. Ja, tatsächlich kommst du jetzt gar nicht mehr hoch, sehe ich gerade. Bau dich einfach mit irgendwelchen Blöcken hoch. So. Ich habe jetzt hier noch für dich 8 dunkle Prismarinstufen, die kannst du haben. Also komme ich auch nicht mehr hoch. Kein Traum. Warte, haben wir gleich. So, jetzt kommen wir wieder hoch.